Tasche. Ja, ein AT-ST. Okay. Ich hab den Sprung beinahe nicht geschafft. Hast du was für uns? Neuer Plan. Wir treffen uns hinten an dem Fließband. Wo bist du gerade? In dem AT-ST. Ich jetzt auch. Hören Sie, ich gehe hier enorme Risiken ein. Schwef, ich könnte dich küssen. Dann nutzt Stimme, kommt mir aber bekannt vor. Das bestimmt los wird. Lächerlicher Mann mit Umhang. Shuttle, bringen Sie uns in eine erhöhte Position. Was soll ich tun? Sag einem, wir sind bereit zur Abholung. Mit Vergnügen. Es ist an der Zeit. Oh, ist ein Gegner. Echt? Was ist dann gefragt? Ein verzweifelter Turos und ein lächerlicher Mann mit Dass wir einfach durch die Lava da durchlaufen können, ey. Alben? Alben, sind Sie noch da? Ist weg. Was war das? So klingt ein perfekt funktionierender Plan. Warum bricht denn jetzt der Vulkan aus? Der Vulkan wird ausbrechen. Stimmt's? Ach, sagen Sie es mir nicht. Ich lasse mich überraschen. Warte, jetzt machen wir einen Verkehr. Jetzt sind sie tot. Keiner von denen hat es zum Fluchtpakt. Was? Wieso bin ich denn jetzt tot? Wenn dieser Kampfläufer nicht fliegen kann. Hä? Okay, die haben den ATS hier zerstört. Ich dachte, den kann man nicht kaputt machen. Sind die einfach weggeflogen, ey. Sind die in den Flieger eingestiegen, Daniel? Nee, der ist weggeflogen. Jetzt steigen sie aus. Sterbe ich hier, bin ich froh, dass sie es auch werden. Okay, Kumpel, danke. Der Typ hat echt dann noch. Hab doch gesagt, wir schaffen das. Der ist ein verzweifelter Mann mit Umhang, Daniel. Die Fabrik zu zerstören hatte größere Auswirkungen, als wir dachten. Admiral Akbar ruft alle Schiffe der Republik nach Jakku. Die gesamte imperiale Flotte ist dort, abgesehen von der Ausrüstung von Sallust. Mein Vater wird wohl dort sein. Doch seine Verhaftung ist keine Priorität. Dieser Kampf könnte das Ende des Krieges bedeuten. Wir gehen rein und helfen so gut wir können. Das ist die letzte Mission. Was weiß ich? Wir sind wahrscheinlich schon nah dran, oh Gott. Jetzt sehe ich auch mal die Lebensenergie. Ich dachte, die 100 da unten steht immer für die Lebensenergie, ey. Karabast. Ich empfange eine Menge Notsignale. Verdammt, sind das viele. Der, die Corvus gehört Ihnen. Luftsicherung. Schiff und ich helfen am Boden. Einen Moment noch. Aiden. Komm gefälligst wieder, ja? Passen Sie gefälligst auf mein Schiff auf, ja? Hey, Schwiff, hoffentlich überlebst du diese unfassbar riskante Mission auch, mein Freund. Danke, Dad. Deine Freundschaft bedeutet einfach alles für mich. Der Alien, der hasst alle. Oh.
Der Kampfläufer kann fliegen. Das ist echt gefährlich, dass Aiden in so einem X-Wing fliegt. Ich meine, die ist ein übelst guter Pilot. Die kann Leute in einem TIE Fighter töten und die Dinger sind absolut scheiße. Echt schade, der Swan, der arbeitet ja im Moment an dem ultimativen TIE Fighter, dem TIE Defender. Okay. Und die Rebellen haben selber zugegeben halt, wenn der in Massenproduktion geht, wird die Rebellion untergehen. Weil die dann nicht mehr mithalten. Mit dem TIE Defender können die nicht mithalten. Der ist schneller und besser und hat Schilde und Hyperantrieb und alles. Der ist dem Rebellen weit voraus, aber der wird nie in Massenproduktion gehen, und zwar wegen dem Todesstern. Okay, nächstes Jahr wird's richtig geil, Daniel. Da kommt ein neues Thrawn-Buch. Okay. Müssen wir überhaupt mit dem Geschütz auf den AT-AT schießen? Weiß nicht, ich laufe einfach durch. Wo willst du denn hinlaufen? Wieso? Wo will ich hinlaufen? Also ich glaube, du bist noch nicht so weit, oder? Bei mir stehen, haben die irgendwie Zerstören über ihrem Kopf. Da kommen zwei AT-ATs. Wie bist du immer so schnell da, ey? Detonator. Ich habe gar keine Gegner als Widerstand gehabt. Sehen Sie sich weiter um. Vielleicht töte ich einfach gar nichts, Daniel. Ich meine, andere Leute töten, das gehört gar nicht zu meinem Charakter. Ja. Plot Twist, der spielt die ganze Zeit auf vielleicht. Willst du mich verarschen? Vielleicht spiele ich auch gar nicht, vielleicht erzähle ich dir einfach nur hier irgendwas. Ja. Mehr Detonatoren, mehr Explosionen! Zeit den Hangar endgültig abzuschalten. Na toll! Schwere Waffen finden! Sofort! Also die ATSTs habe ich schon mal down. Und ich bin down. Was, bist du tot? Ja. TIE Fighter hat auf mich geschossen. Was für ein TIE Fighter? Wenn er aus dem Hangar kommt. Wie Hangar, was? Wo bist du denn? Bin ich falsch oder du? Also ich hab hier zwei... Was? Du bist doch schon am Boden, oder? Ja. Ich hab hier zwei riesige AT-ATs, die haben beide einen Zerstörungsstil über dem Kopf. Ich sehe hier gar keine TIE Fighter oder einen Hangar. Ich glaube, ich bin falsch, das kann gut sein. Ich sehe hier in dieser Wüstenhölle nirgendwo einen Hangar. Ich war da gerade ein TIE Fighter. Sind wir in einem anderen Level? Oh cool, ich kann Orbitalangriff machen, Daniel. So kann ich die zerstören. Ich wundere mich die ganze Zeit, wie ich die kaputt machen soll. Ja, Daniel, keine Ahnung, was abgeht. Ich habe jetzt so eine Brille, wenn ich darauf ziele, kann ich einen Orbitalangriff anordnen. Okay. So ein Fernglas halt. Damit muss ich die AT-ATs zerstören. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ich sehe hier nirgendwo in diesem Schlachtfeld einen Hangar. Detonatoren platzieren muss ich jetzt machen. Bist du schon weiter als ich? Du bist schon weiter als ich, oder? Aber ich habe nirgendwo AT-ATs gesehen. Ja, ich musste keine Detonatoren platzieren, also. Das sind die mit den vier Beinen, die AT-ATs. Müssen jetzt so Bomben platzieren. Detonator platziert. Ich glaube, wir spielen ein ganz anderes Spiel. Wir spielen zufälligerweise auch mit denselben Charakteren. Völlig. Spielst wahrscheinlich Battlefield, die Star Wars Edition. Vielleicht mache ich hier gerade nur eine Bonussache oder so. Ich habe gerade einen Erfolg bekommen. Ich weiß nicht. Der eine AT-AT ist down.
bin hier umgeben von Trümmern. Die Trümmer sind hier überall. Ich mach mal weiter einfach. Ja, der ist jetzt auch zerstört. Ich muss mal zwei Sachen machen. Man konnte sich irgendwie eine aussuchen oder irgendwie sowas. Also schön. Dann nichts wie raus hier. Eine Reihenfolge oder irgendwie, was weiß ich. Eine Reiche oder ein Schiff. Ja, ich glaube, ich habe hier gerade nur so eine Bonusaufgabe gemacht oder so. Für Captain Lindsay stoßen, Einsatzziel. Oh Gott, sind da viele Gegner. Also ich kann mich jetzt, glaube ich, zurückziehen. Weiter so, wir haben es fast geschafft. Einfach zu mein Schiff. Einfach zu mein Schiff. Die Corvus ist gelandet. So, ich fliege jetzt gerade wieder weg. Okay. Also bist du schon viel weiter als ich. Mein Schiff landen. Inferno! Die AT-ATs jetzt muss ich die AT-ATs erledigen. Geben Sie uns Deckung. Wir landen bei Ihrer Position. Danke, Commander. Uns hat's auf dem Weg nach Carbon Ridge erwischt. Wir bringen Sie hin. Jetzt muss ich schon wieder landen. Ja. Bei so einem riesigen Frack, ne? Ja. Genau. Viel Spaß. Ich bin fertig. Wir können evakuieren, wenn die Kampfläufer zerstört sind. Dann brauchen wir einen Orbitalangriff. Wo ist Ihr Makrofernglas? Beim Rückzug an diese Position wurde es zurückgelassen. Triff und ich holen es. Sie geben uns Unterstützungsfeuer. Da waren noch AT-STs. Ich habe die zum Beispiel mit dem Geschütz da kaputt gemacht. Ey. Ah, jetzt muss ich Detonatoren finden. Genau. Das war noch los, ne? Commander, das Fernglas ist in der Nähe. Hier ist der Inferno-Trupp an Starhawk. Wir brauchen einen Orbitalangriff. Hier Starhawk. Inferno, Sie haben Orbitalfreigabe. Markieren Sie Ihr Ziel, dann regnet es Feuer. Oh, der hat einen Raketenwerfer gehabt. Orbitalbeschuss, hier! Ja, kommt ruhig da raus. Thermal-Detonator. Wir haben 4 Leute abgeladen. Der Orbitalangriff wird den AT-ATs zeigen. Ich habe alle Stormtrooper getötet. Jetzt muss ich mir die Detonatoren schnappen. Die Kampfläufer kommen immer noch. Kommen da noch mehr Gegner? Das war ein bisschen zu wenig. Wir müssen die Kampfläufer mit mehr Orbitalbeschuss erwischen. Okay, habe ich den überhaupt getroffen? Hier ist der Inferno-Trupp an Starhawk. Wir brauchen einen Orbitalangriff.
Hier ist Starhawk. Inferno, Sie haben Orbitalfreigabe. Markieren Sie Ihr Ziel, dann regnet es Feuer. Orbitalbeschuss, hier! Orbitalbeschuss, Treffer! Wir haben immer noch die Fähigkeit, Leute mit unserem Droiden zu schocken. Ja, vergessen wir mal. Der ist immer noch am Leben, Mann. Noch ein Treffer, dann war's für ihn. Du hast ja. So ein. Du weißt, du hast so ein. Ja, gut. Der hat den zweimal Schnaps geknallt, der ist immer noch am Leben. Ja, den brauchst du drei Schüsse für, um einen zu erledigen. Geil. Ich hätte hier noch ATS-Tests rumlaufen. Wieso das denn? Ich hatte 4 ATS-Tests und 2 AT-ATs. Ja. Ich glaube, wir haben alle ATSTs erledigt. Wir müssen die Kampfläufer mit mehr Orbitalbeschuss erwischen. Oh, da bin ich tot. Bestätigt. Der AT-AT ist zerstört. Noch einen habe ich. Ich habe gar nicht so eine lange Nachladezeit. Hatte doch nicht. Ich dachte mal, es wird ein bisschen dauern. Nö. Ich habe nur zu spät erkannt, dass ich das habe. Ich habe die ganze Zeit mit den Geschützen auf die Teile geballert. Der zweite AT-AT ist zerstört. Mehr können wir leider nicht tun, Commander. Starhawk, zieh weiter. Es reicht, Starhawk. Und danke. Wir haben eine Menge Leben gerettet. Inferno, wir müssen zur Evakuierungszone. Zum Teufel, sind die Rebellen scheiße. Da tun irgendwie 3-4 Leute auf einmal einen Sturmflug platzieren und der stirbt nicht. Echt, die Rebellen sind scheiße? Er kommt ja früh drauf, Daniel. Oh, ich habe die Detonatoren platziert und bin jetzt auf der Flucht. Ich muss jetzt zurück zu meinem X-Wing. Ja, kommt ruhig hier raus. Alter. Hallo, Captain Lindsay. Hast du beide zerstört? Ja. Gut. Das Schiff ist hier direkt vor uns gelandet. Ein bisschen Angst eigentlich. Alle an Bord! Oh, heute hat die hat gesagt, heute stirbt das Imperium. Vorher hat sie gesagt, heute stirbt die Rebellion. Ja. Danke, Commander. Jederzeit, Captain. Viel Glück da draußen. Triff, zurück zu den Schiffen. Können wir kurz über den Orbital... Erreiche dein Schiff. Ja, was ist damit? Das war das Beste, was ich je gesehen habe. Hört sich fast an, als hätten sie Spaß dabei. Aber ich muss zurück zu meinem Schiff. Ja, ich muss die Corvus verteidigen.
Was tut denn? Du Schreck. Arbeit. Den Korpus erreichen. Nancy und seine Leute nehmen gerade Carbon Ridge ein. Allein hätte ich das nicht geschafft. Wie läuft es da oben? Schwer zu sagen, aber ich denke, das Imperium verliert. Ich denke, sie haben recht. Ich spüre es. Heute stirbt das Imperium. Heute. Ich will das nicht hören, Daniel. Besser spät als das ist eine Lüge. Heute stirbt die First Order. Wieso das denn? Wenn, dann wird die geboren. Commander, wir haben ein Problem. Das sieht merkwürdig aus. Was denn? Ich bin gerade in der Katze und man sieht nochmal ein Fahnenkreuz. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Asche. Ah, sure.